die Filme gehören sich selbst. Das heißt, Erlöse aus den Filmen kommen nicht in irgendjemandes Tasche, sondern werden zurückinvestiert in die Filme selbst. Die können sich auf diese Art selbst erhalten. Und weil ein Großteil meiner Filme auf Film gedreht ist, sind sie also untauglich für jede digitale Zukunft. Man kann damit weder DVDs noch Blu-rays machen noch streamen. Also mussten diese Filme durch die Stiftung für die Zukunft repariert werden. Und das haben wir uns lange angeguckt. Wir haben inzwischen 18 restauriert. Wir haben viel gelernt. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass die einzig mögliche, absolut einzig mögliche Art, einen Film langfristig zu restaurieren, ist, vom Original negativ auszugehen. Wenn man das nicht macht, kann man es auch sein lassen. Man muss an das Original negativ, weil nur im Original negativ liegt die Wahrheit des Films, wie er aussehen sollte und wie er gemeint war. Der Vorteil ist, dass wenn man noch lebt, dass man sich selbst darum kümmern kann und eigentlich ziemlich besser weiß als jeder andere, wie es gemeint war. Und deswegen ist die Restaurierung dieser 18 Filme, die wir jetzt bis jetzt gemacht haben, es müssen noch einige folgen, eine Hauptaufgabe der Stiftung gewesen, der meine Frau und ich uns sehr gewidmet haben. Donata, wo bist du? Da steht sie. Und die Aufgabe der Restaurierung ist, nicht den Film schöner zu machen oder auf irgendeine Art zu verändern. Natürlich kann kein einziges Bild weggenommen werden oder zugefügt werden. Die Aufgabe der Restaurierung ist, den Film möglichst so aussehen zu lassen, wie er am ersten Tag ausgesehen hat, auf der ersten Kopie. Gleichzeitig eben eine Kopie zu machen, hat keinen Sinn mehr, weil aus dem Filmmuseum kann man den nirgendwo mehr zeigen. Wenn man also das Original negativ scannt, machen wir das in der größtmöglichen Qualität. Das ist heute in 4K, viel mehr kann das Auge auch nicht sehen. Dann sehen Sie auf der Leinwand jedes einzelne Korn des Negativs. Also idealerweise so, als ob Sie eine Kopie vom Originalnegativ sehen. Nur werden natürlich die meisten Filme nicht vom Originalnegativ gezeigt, sondern von zweiter oder dritter Generation. Der Film Himmel über Berlin aus technischen Gründen, weil er Schwarz-Weiß und Farbelemente verbindet, war letzten Endes in jeder Kopie, die Sie jemals gesehen haben, 6 Generationen vom Originalnegativ entfernt. 6. Wenn Sie ein Foto in eine Kopiermaschine tun und dann eine Fotokopie machen und dann davon wieder eine Fotokopie, wissen Sie, wie die 6. Fotokopie aussieht. So ähnlich ist das mit Film auch. Wir haben also jetzt den Himmel über Berlin in einem Zustand vorliegen, über den Henri Alecant im Himmel der Kameramänner jubelt, weil die sehen jetzt, der Film sieht so aus wie die Muster, die wir damals gesehen haben. Also die unmittelbaren Kopien vom Negativ. Und im Negativ ist wirklich die Wahrheit des Films, nirgendwo anders. Und schon viele Leute benutzen auch Interpositive oder Dupes oder was auch immer. Das ist Unfug, da ist schon nicht mehr der Film selbst. Man muss von dem ausgehen, was der Kameramann belichtet hat, was durch die Kamera lief. Und dann kann man eine Restaurierung machen, die den Film und die Seele des Films optimal wiedergibt. Und eventuell dann auch wieder zurück aufs Negativ gehen, also den Himmel über Berlin überlegen wir uns jetzt, wie wir da wieder ein Negativer machen können, aber das ist auch alles sehr teuer. Ich will Sie auch nicht überfordern, zumindest machen wir Restaurierungen, die auch in Kolloquien und in Workshops für Restaurierung gezeigt worden sind und dort als beispielhaft empfunden worden, wie man Filme optimal digital aufbereiten kann, ohne sie zu verfälschen, sondern eben nur dem Publikum das Gefühl zu geben, wir sehen die allererste Kopie vom Original negativ. Danke.